Leute, hier ist Alicia. Ja, wir haben den 21.05. und die neue Quest mit der Uhr und Silberkleid ist draußen und die Server sind gerade online. Deswegen habe ich gerade die Gunst der Stunde genutzt und es ist gerade noch frei. Wir fangen jetzt einfach an, bevor hier ganz viele kommen. Hallo Alicia, verzeih, dass ich dich nicht gleich sah. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Hast du gesehen, dass die Dorfuhr stehen geblieben ist? Ja, mir ist das eben erst aufgefallen. Vielleicht war sie schon viel länger kaputt. Das muss sofort gerichtet werden. Glaubst du nicht auch? Alicia, kannst du nicht zur Uhr machen und Big Bonnie reiten, um sie zu informieren? Big Bonnie? Kennst du sie nicht? Ich habe sie auch seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Sie wohnt dort hinten im gelben Haus. Bestell ihr meine Grüße. Gut, dann reiten wir mal zu Bonnie. Ja, Big Bonnie. Gelbe Haus. Da ist Big Bonnie, oder? Es glitzert, da steht schon jemand. Klopf, klopf, klopf. Du klopfst an der Tür, doch niemand öffnet. Niemand scheint zu Hause zu sein. Ein Zettel hängt an der Tür. Mal sehen, was dort geschrieben steht. Im Urlaub. In 1 oder 2 Wochen zurück. Oder in 3. Big Bonnie. Der Zettel sieht älter als eine Woche aus. Am besten bringe ich den Zettel zum Ratsmann. Okay. Und wieder zurück. Ist Big Bonnie im Urlaub? Scheint so. Big Bonnie ist also im Urlaub. Ob ich weiß wo? Nein, ich wusste nicht einmal, dass sie das Dorf verlassen hat. Ich weiß gar nicht, wann ich sie zuletzt gesehen habe. Aber weißt du was? Frag mal Felix. Er ist gut mit der Uhrmacher und befreundet. Wenn einer etwas weiß, dann er. Felix. Felix war da unten. Wir sehen, es wird schon langsam voller. Hallo, ob ich die Uhrmacherin gesehen habe? Du meinst Big Bonnie? Nein, schon lange nicht mehr. Big Bonnie, Nein, ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Was, seit Jahren? Das letzte Mal, dass ich von ihr hörte, war, als ich eine Postkarte von ihr bekam. Aber das ist lange her. Ob ich sie dabei habe? Wo ist sie nur? Warte. Ich frage mich, ob ich sie irgendwo im Uhrenturm vergessen habe. Ich war vor einem Jahr dort oben, weil ich Geräusche gehört hatte. Ich dachte, die Uhrmacherin sei zurück. Ich nahm die Postkarte und habe mich gleich auf die Socken gemacht. Aber nichts, niemand dort. Es war sicher nur eine Ratte. Ich muss die Postkarte dort vergessen haben. Hier ist der Schlüssel zum Uhrenturm. Schau nach, um die Postkarte zu finden. Aber sei vorsichtig. Es ist schon lange niemand mehr dort gewesen und wer weiß, was inzwischen kaputt gegangen ist. Viel Glück und komm wieder, wenn du die Postkarte gefunden hast. Versuche nicht zu fallen und einen qualvollen Tod zu erleiden. Was? Einen qualvollen Tod zu erleiden? Oh, weia. Durch den kleinen Schacht müssen wir. Na ja, gut, dann gucken wir mal. Benutze den Schlüssel. Okay. Schließt auf. Du schließt die Tür auf. Jetzt kannst du in den Uhrenturm. Okay. Ziemlich düster hier. Wir sollen schön aufpassen, hat man uns gesagt. Da ist die Postkarte. Yay. Aber dafür, dass das so lange nicht besucht worden ist, sieht das aber noch gut aus hier. So, wir werden wieder zurück zu Felix. Felix. Da ist ja die Postkarte. Danke. Nun wollen wir sie mal entziffern. Die Uhrmacherin hat eine grausame Handschrift. Ich auch. Ich habe auch eine ganz furchtbare Handschrift. Mal schauen, ob ich diese Postkarte entziffern kann. Hallo, mein lieber Felix. Der Urlaub ist so schön. Ich glaube, ich werde bei Barney bleiben. Er hat mir versprochen, dass ich in seinem Silo schlafen kann. Ich muss nur morgen raus, wenn er es ausleert. Es riecht ziemlich streng und die Fliegen nerven auch. Aber wenn man auf dem Land wohnt, dann ist das wohl so. Mir gefällt es. Ehrlich. Manchmal sehne ich mich schon nach meinem Zuhause. Nach dem, was passiert ist, kann ich aber natürlich nicht mehr zurück. Mir wird ganz anders, wenn ich an die Katastrophe denke, die ich verursacht habe. Komm mich doch mal besuchen. Du musst einfach am Silo klopfen und ich mache auch. Ich mache auch. Auf, mein Lieb. Schon der erste Rechtschreibfehler am ersten Patchtag. Ich glaub's nicht. Erzähle niemandem, wo ich bin. Das ist mir doch alles so peinlich. Deine Freundin Big Bonnie. Diese Big Bonnie ist schon recht komisch, aber sie ist meine Freundin. Ich habe nie verstanden, was ihr denn so peinlich gewesen ist. Ich habe immer gedacht, die Angelegenheit würde sich irgendwann einfach so lösen. Welche Angelegenheit denn? Der Poststempel ist schon 5 Jahre alt. Reite zu Barney und frag ihn, ob er Big Bonnie gesehen hat. Seit 5 Jahren hat ihn hier keiner mehr gesehen? Okay. Dann reiten wir mal nach Barney, zu Barney.
Barney, erzähl uns mal was. Hallo, kann ich dir helfen? Die Uhrmacherin? Ja, sie hat ja in meinem Silo gewohnt. Ich habe sie jetzt schon recht lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal vor einem Jahr. Was? Keiner vermisst sie nicht, dass da unten jetzt eine Leiche liegt. Die Frage ist, wo Uhrmacherin Big Bonnie steckt. Sie war nie besonders sozial. Jedes Mal, wenn sie mich sah, ist sie ins Silo geklettert. Ich stelle immer ein paar Kartoffeln und Rüben raus, sodass sie nicht verhungert. Das Gemüse verschwindet auch immer noch. Sie kann also nicht weit weg sein. Du willst sie treffen? Da musst du wohl ins Silo klettern. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein könnte. Du musst einfach hier in dieses Rohr klettern. Seit ich hauptsächlich Kartoffeln anpflanze, ist das Silo eigentlich immer leer. Viel Erfolg. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Bestell Big Bonnie viele Grüße. Okay, ich soll jetzt in das Silo klettern. Oh nö. Oh wow, das ist aber hübsch hier. Aber hier soll jemand leben? Na, ich weiß ja nicht. Huch, ich bin das Seil hochgeklettert. Da ist jemand. Oh, das sieht toll aus. Hoffentlich können wir hier öfters rein. Das wäre voll cool. Hallo. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Entschuldigung. Oh, ein Gespenst. Hilfe. Nix Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hust, hust. Du klopfst der Uhrmacherin auf den Rücken. Oh, danke. Das hat gegen den Husten geholfen. Du bist kein Gespenst, oder? Nein, natürlich nicht. Gespenste sind einfach so gruselig. Warum bist du hier? Du suchst nach mir? Warum? Die Uhr ins Silverglade reparieren? Oh nein, hat mich meine Vergangenheit zum Schluss doch noch eingeholt. Ich habe mich vor diesem Tag so gefürchtet. Ich arme. Warum passieren mir immer nur solche schlechten Dinge? Warum? Warum? Hust, hust. Du klopfst Big Bonnie wieder auf den Rücken. Oh, danke. Du bist aber nett. Wie heißt du? Alicia? Na gut, Alicia. Ich werde dir erzählen, was passiert ist. Ja, erzähl mal. So schlimm kann es ja nicht sein. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich hatte dem Schneider dabei geholfen, seine Nähmaschine zu reparieren und wollte danach die Uhr aus dem Uhrenturm aufziehen. Genau wie jede Woche. Die Uhr aufziehen ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Job des ganzen Dorfes. Ohne eine funktionierende Uhr, ja, du verstehst wohl selbst, dass das eine Katastrophe wäre. Wie auch immer. Als ich mich auf den Weg machte, schauten mich alle Dorfbewohner voller Stolz und Ehrfurcht an. Das fühlte sich einfach toll an. Ich ging in den Turm hoch und zückte meinen Drehschlüssel. Ich fing an zu drehen, als es passierte. Katastrophe! Katastrophe! Ich will jetzt nicht katakatatata, das klingt doof. Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ich war so von dem Stolz der Dorfbewohner geblendet, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe. Die Maschine fing an zu rumoren. Maschine, schon wieder Rechtschreibfehler. Wir sollten so einen Rechtschreibfehler-Counter einführen. Federn sprangen herum. Öl spritzte und die Uhr blieb stehen. Zum ersten Mal seit Beginn der Zeit. Ich wurde panisch und ran nach Hause. Ich packte alles zusammen und verließ das Dorf unter Tränen. Als Strafe für meinen Hochmut ging ich ins Exil. Es ist keine Möglichkeit, das Vertrauen der Dorfbewohner zurückzugewinnen. Ich werde hier im Silo meinen Lebensabend verbringen. Ganz einsam. Verachtet, ausgestoßen und vergessen. Da hat bestimmt noch nicht mal einer wirklich bemerkt. Übertreib die. Du willst, dass ich die Uhr repariere? Das geht nicht. Hast du nicht verstanden? Ich würde mich so schämen. Die Dorfbewohner werden faule Eier nach mir werfen. Was? Wenn ich die Uhr repariere, verzeihen sie mir vielleicht? Glaubst du das wirklich, Elisha? Glaubst du das? Das könnte meine Chance sein. Wenn ich die Uhr repariere, werden sie mich wieder bei sich aufnehmen. Juhu! Ich kann mich dort aber nicht zeigen, bevor die Uhr wieder funktioniert. Elisha, ich muss in mein Haus kommen, ohne gesehen zu werden. Lass dir was einfallen. Du denkst drüber nach? Mach so schnell du kannst. Meine Rückkehr nach Silverlake kann nicht warten. Ja. Okay, ich folge jetzt einfach mal dem orangenen Ding. Da. Da geht's wieder raus. Ein Sack. Den Sack, den kann die Uhrmacherin vielleicht benutzen. Alles klar. Und wieder rauf. Das ist voll schön hier. Das wäre voll toll als Clubtreffen hier. So. Na, komm schon. Ein Sack? Du willst, dass ich in diesen Sack steige? Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Uff, ich soll in einem Sack reiten? Das ist aber nicht besonders elegant. Gibt es keine andere Möglichkeit? Nein? Na gut.
Für mein geliebtes Silverglade setze ich mich natürlich fast jeder Gefahr aus. Triff mich vor dem Silurlicher. Dort werde ich den Sack, in den Sack klettern. Ich muss nur vorher noch packen. Naja, allzu viel hast du ja nicht hier, ne? Aber gut, wir treffen uns unten. So, Barney sieht dich aber, liebe Big Bonnie. Ich war schon vor dir da. Ich habe das Rohr als Rutsche benutzt. Das ist natürlich viel zu gefährlich für dich, Alicia. Ja, ist klar, aber für dich, alte Omi, nicht. Dann sind wir wohl vollzählig. Eine Uhrmacherin, eine Reiterin und ein Sack. Wer hätte gedacht, dass diese Kombination eines Tages Silverglade vor seinem Untergang bewahrt. Dritter Schreibfehler. Wovon ich rede? Das ist doch klar. Ich bin endlich zu Sinn gekommen. Als ich aus Silverglade floh, jung und naiv, konnte ich meinen Nachbarn nicht mehr in die Augen sehen. Aber das war falsch. Selbstsüchtig. Unmoralisch. Verstehst du nun, Alicia? Als ich abgehauen bin, nachdem die Uhr kaputt gegangen ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Dorf untergeht. Ich habe dort oben im Silo geschwitzt und mich selbst bemitleidet. Doch dann fiel mir ein, dass ich ja sie im Stich gelassen habe. Ich habe meine Aufgabe im Leben verstanden. Ohne mich geht Silverglade unter. Vielleicht sogar ganz Jorvik. Wahrscheinlich sogar eher ganz Jorvik. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen ins Dorf. Ich hüpfe in den Sack. Du reitest dann damit zu meinem Haus. Beeil dich. Die kann sich aber klein machen. Der Sack bewegt sich ja sogar. Wie ein kleines Überraschungsei, was irgendwie was Besonderes drin hat. Hui! Au, au! Nicht, dass sie da gleich runterfällt. Der wackelt zu so doll. Okay, sie ist nur drauf. Dum, 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 dum. Mich wundert gerade, dass hier keiner zu sehen ist. Ich habe auch gerade schon im Freundeschat gesehen und im Clubchat, dass man mich selber nicht mehr sieht. Ich glaube, die haben das nur eingefügt, dass man die anderen Spieler, wenn man eine Quest angefangen hat, dass man die nicht mehr sehen kann oder so, dass sie ausgeblendet werden, was ich eigentlich ganz gut finde. Dann kann man die in Ruhe machen. Und vor allen Dingen, dann kann man nicht gespoilert werden. Uff, sind wir bald da? Alicia, siehst du jemanden? Nein? Sicher? Okay, hier ist der Schlüssel zu meinem Haus. Öffne die Tür. Entschuldigung, ein Motorrad. Wirf mich hinein. Okay, warte, niemand da? Gut, warte, warte. Wie lange sollen wir denn noch warten? Öffne die Tür. Schnell! Ja. Muss ich jetzt. Du musst absteigen. Ja, klar. Ja, und jetzt? Soll ich sie reinschmeißen oder was? Ja, jetzt ist sie doch ausgegangen aus dem Sack. Huch, weg ist sie. Jetzt hat sie eine Maske auf. Ich glaube, das bringt es ja auch total. Jetzt sehen wir wieder Spieler. Jetzt sind sie auf einmal alle da. Guten Tag, ich heiße Hermann. Ich habe einen Stall, ich mag Pferde. Haha, ich bin Silicia, die Uhrmacherin Big Bonnie. Oi, oi, oi. Bitte verzeih mir, wenn ich dich verwirrt habe. Du dachtest wirklich, es wäre Hermann, der da aus meiner Tür kommt? Hahaha. Du musst dich nicht schämen, aber das Gute ist, dass wenn du mich nicht erkennst, wird mich auch niemand anderes erkennen. Ja, okay. Anscheinend können wir die Quest erst morgen weitermachen. Ich habe jetzt hier gerade nichts mehr in der Umgebung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich euch selber viel Spaß bei der Quest von Big Money und bis morgen dann, eure Alicia.